Ich begrüße euch recht herzlich zum zweiten Sonntagsgottesdienst nach Ostern. Begrüßen möchte ich auch die Predikantin Bärbel Hein, die uns heute durch den Gottesdienst führen wird. Der Wochenspruch steht in Johannes 10. Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Jeder von uns wünscht sich jemanden, der sich um einen sorgt, der einem den rechten Weg zeigt, der einem durch Gefahren führt. Wir alle kennen das Urbild des Schäfers. Wer ist der gute Hirte? Jesus selbst nennt sich als Beispiel. Er ist der gute Hirte, der es an nichts fehlen lässt. Wer folgt diesem Beispiel? Wer lässt wen an der Güte des Herrn teilhaben? Fragen nicht nur an die Amtsträger und die Personen, die in Verantwortung sind oder Leidende sind. Nein, Fragen an jeden Einzelnen von uns. Die Bibel warnt vor schlechten Hirten, die nur das eigene Wohl im Blick haben. Es ist ratsam, sich an den einen guten Hirten zu halten und auf andere zu achten. Und so wünsche ich uns nun einen schönen und gesegneten Gottesdienst. Auch von mir ein herzliches Willkommen zu diesem Gottesdienst in außergewöhnlichen Zeiten. Wir sind dankbar, dass wir diesen Gottesdienst feiern dürfen und wir dürfen uns der Gegenwart Gottes sicher sein. Vorab möchte ich ein Dankeschön sagen alle denen, die diesen Gottesdienst möglich gemacht haben. Es ist toll, dass es euch gibt. Wir feiern den zweiten Gottesdienst nach Ostern. Misericordias Domini, die Barmherzigkeit des Herrn. Es ist die Barmherzigkeit des Hirten, der sein Herz und sein Leben der Herde schenkt. Sie verkündigen wir, durch diese leben wir, ihr begegnen wir. Im Namen des Vaters, der barmherzig ist, im Namen des Sohnes, der Barmherzigkeit lebt, im Namen des Heiligen Geistes, der uns der Barmherzigkeit begegnen lässt. In diesem Namen feiern wir Gottesdienst und in diesem Namen darf ich euch willkommen heißen. Lasst uns hören auf Worte nach Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüner Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbtest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Lasst uns beten. Betet im Herzen mit mir und bekräftigt es mit eurem Amen. Wir haben die Botschaft von Ostern gehört. Jesus, in dir ist alles vollbracht, was uns zum Heil dient. Als guter Hirte hast du dein Leben für die Schafe gegeben. Als Auferstandener willst du unter uns sein. Du zeigst dich uns als Liebhaber des Lebens. Zu dir, dem Schöpfer des Universums, dürfen wir wie Kinder kommen, so wie Kinder zu ihren guten Eltern. Im Vertrauen auf deine liebende Gegenwart feiern wir diesen Gottesdienst. Wir bitten dich, komm in unser so unruhiges Leben, schenke unserem Herz deinen Frieden. Lass uns Orientierung und Wegweisung finden. Als guter Hirte willst du uns begegnen. Als Hirte, der den Weg kennt und für seine Herde einsteht. Grüne Auen und frisches Wasser sind ein Angebot für unsere durstige und hungrige Seele. Trösten und aufrichten willst du uns, damit wir gestärkt in unseren Alltag zurückkehren können. Schenke uns die Gewissheit deiner Gegenwart, dass wir das wieder neu erfahren dürfen. Dazu, Gott, lass diesen Gottesdienst dienen. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Wir hören die Schriftlesung aus 1. Petrus 2, die Verse 21 bis 25.
Denn dazu seid ihr berufen, da auch Jesus Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgend seinen Fußtapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der, als er geschmäht wurde, die Schmähung nicht erwiderte, nicht drohte, als er litt, es aber dem anheimstellte, der gerecht richtet, der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie irrende Schafe, aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und Bischof euren Seelen. Selig sind die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja. Gemeinsam bekennen wir unseren christlichen Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Aufatmen sollt ihr und
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Herr Jesus, segne Reden, Hören und Verstehen. Amen. Liebe Geschwister, unser heutiges Bibelwort nimmt uns mit in die Zeit des Alten Testamentes. In eine Zeit, welche mehr als 2500 Jahren zurückliegt. Das Volk Israel ist in babylonischer Gefangenschaft und befindet sich dort in einer sehr prekären Lage. In solchen Zeiten ist man besonders angewiesen auf verantwortungsvolle Leiter und Menschen, welche anpacken können, die die Richtung und den Weg vorgeben und in Weisheit damit umgehen. Für Menschen mit Weitblick, die sich nicht um die Verantwortung drücken. Doch dem ist leider nicht so. Im Gegenteil, es stand schlimm um die Verantwortlichen in dieser Zeit. Und Gott mischt sich ein. Gott kann und will nicht zusehen, dass seine Menschen in Gefangenschaft und in Abhängigkeit leben und von Hirten abhängig sind, welche nur auf ihren eigenen Vorteil aus sind. Ein Thema, was nicht nur damals, sondern durch den Lauf der Zeit bis heute immer wieder Thema ist. Heute brauchen wir nur an die Maskenaffäre oder das Umgehen der Impfpriorisierung zu denken, um nur zwei Dinge anzusprechen. Gott beauftragt Hesekiel, in seinem Auftrag zu reden und der Mauschelei, der Korruption, der Bestechlichkeit, den Seilschaften und der Vorteilsnahme im Amt einen Riegel vorzuschieben. Gott zeigt durch Hesekiel eine Alternative auf. Gott selbst zeigt sich als der gute Hirte, der Gott, der das Volk Israel schon einmal aus der Gefangenschaft in Ägypten befreit hat. Das ist der Gott, in dessen Namen wir heute Gottesdienst feiern. Der Gott, dessen Weg aus Gefangenschaft und Unterdrückung hinein in die Freiheit führt. Das Vertrauen auf diesen Gott hat damals dazu geführt, dass die Menschen getröstet wurden. Und nicht nur das, sie konnten weiterleben, schwierige Situationen durchstehen und auch meistern. Und sie konnten beherzt daran gehen, das Leben zu gestalten, allen Widrigkeiten zum Trotz. Und das wünschen wir uns ja heute genauso. Doch hören wir zunächst einmal auf das vorgeschlagene Bibelwort aus dem Alten Testament. Ich lese aus dem 34. Kapitel des Buches Hesekiel die Verse 1 bis 16 und 31. Und des Herrn Wort geschah zu mir: Du Menschenkind, weissage gegen die Hirten Israels, weissage und sprich zu ihnen. So spricht Gott der Herr. Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Aber ihr esst das Fett und kleidet euch mit der Wolle und schlachtet das Gemästete. Aber die Schafe wollt ihr nicht weiden. Das Schwache stärkt ihr nicht und das Kranke heilt ihr nicht. Das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verirrte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht. Das Starke aber tretet ihr nieder mit Gewalt. Und meine Schafe sind zerstreut, weil sie keinen Hirten haben und sind allen wilden Tieren zum Fraß geworden und zerstreut. Sie irren umher auf allen Bergen und auf allen hohen Hügeln und sind über das ganze Land verstreut. Und niemand ist da, der nach ihnen fragt oder sie sucht. Darum hört ihr Hirten des Herrn Wort. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, weil meine Schafe zum Raub geworden sind und meine Herde zum Fraß für alle wilden Tiere, weil sie keinen Hirten hatten und meine Hirten nach meiner Herde nicht fragten, sondern die Hirten sich selbst weideten, aber meine Schafe nicht weideten. Darum, ihr Hirten, hört des Herrn Wort. So spricht Gott der Herr: Siehe, ich will an die Hirten und will meine Herde von ihren Händen fordern. Ich will ein Ende damit machen, dass sie Hirten sind und sie sollen sich nicht mehr selbst weiden. Ich will meine Schafe erretten aus ihrem Rachen, dass sie sich nicht mehr fressen sollen. Denn so spricht Gott der Herr: Siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen.
Wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt sind, so will ich meine Schafe suchen und will sie erretten von allen Orten, wohin zerstreut waren zur Zeit, als es trüb und finster war. Ich will sie aus den Völkern herausführen und aus den Ländern sammeln und will sie in ihr Land bringen und will sie weiten auf den Bergen Israels, in den Tälern und wo immer sie wohnen im Lande. Ich will sie auf die besten Weiden führen und auf den hohen Bergen Israels sollen ihre Auen sein. Da werden sie auf guten Auen lagern und fette Weiden haben auf den Bergen Israels. Ich selbst will meine Schafe weiden und ich will sie lagern lassen, spricht Gott der Herr. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken und was fett und stark ist, behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Ja, ihr sollt meine Herde sein, die Herde meiner Weide, und ich will euer Gott sein, spricht Gott der Herr. Soweit das Bibelwort für den heutigen Sonntag. Liebe Geschwister, das kennen wir sicherlich zu Genüge aus den letzten Monaten. Auf die da oben schimpfen wir gerne. Ärger und Unmut über die in den höheren Etagen kommen uns leicht über die Lippen. Und sicherlich fällt es uns ein, wo das überall ist. Es wird vieles sein, was es zu kritisieren gibt und über das wir uns ärgern. Ja, wo wir es vielleicht selbst besser hätten machen können. Das sind Ungerechtigkeiten, Fehltritte, scheinbar falsche Entscheidungen, offensichtliche Fehltritte, unlautere Machtkämpfe und so manches mehr. Es bedarf keine Frage, dass es zu einem demokratischen Staat dazugehört, die Verantwortlichen kritisch zu begleiten, ebenso unsere Kirche und andere Einrichtungen und Institutionen. Damit beweisen wir doch nur, dass es uns nicht egal ist, was passiert, sondern dass wir mitdenken und uns Gedanken machen, dass uns die Sache wichtig ist. Dabei gilt es zu beachten, dass auf der einen Seite den anderen nicht leichtfertig die Schuld in die Schuhe geschoben wird, aber auf der anderen Seite auch der Finger in Wunden gelegt und Verantwortlichkeiten kritisch begleitet werden. Hesekiel spricht im Namen Gottes gegen die Hirten Israels, also gegen diejenigen, welche Verantwortung für das Volk übernommen hatten. Es ist eine harte Kritik, die wir da hören. Das sind Verantwortliche, welche nur um ihren eigenen Vorteil kümmern, sich nur um sich selbst drehen und ihre Verantwortung für den anderen, für den Nächsten nicht sehen und nicht wahrnehmen. Und irgendwie kommt es einem bekannt vor. Im Laufe der Menschheitsgeschichte hat sich anscheinend im Laufe von mehr als 2.500 Jahren daran wenig bis nichts geändert. Korruption, skrupellose Führungskräfte in allen Sparten. Menschen, die nur darauf Wert legen, ihre eigenen Schäfchen ins Trockene zu bringen und ihren eigenen Kopf zu retten. Davon hören und lesen wir jeden Tag. Wenn wir uns die Mächtigen dieser Welt anschauen und herausfinden, welche Menschen in unserer Welt Einfluss haben, da kann einem das eine oder andere Mal schon Angst und Bange werden. Umso verständlicher ist es, wenn wir mit Hesekiel in das Schimpfen auf die da oben einstimmen. Wenn wir aber hören, dass Gott sich einmischt, wenn wir hören und sehen, dass er uns zeigt, wie es gehen soll und wie es gehen kann, dann sind nicht nur immer die anderen gemeint, dann bin auch ich, dann bist auch du gemeint. Dann muss auch ich mich fragen lassen, wo kreise auch ich nur um mich selbst und wo habe ich meinen eigenen Vorteil im Blick und die Schäfchen, die ich ins Trockene bringen will. Wo sehe ich nur mich und nicht die anderen? Was geschieht, wenn ich so egozentrisch denke, nur auf mich bezogen? Dass das im Großen nicht gut ist, das erleben wir zurzeit bei der Impfpolitik. Jeder ist bestrebt, schnell und direkt geimpft zu werden, um wieder Freiheiten zu erlangen.
Das können wir auf Personen, aber auch auf Länder und Staaten beziehen. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass wirtschaftlich arme Länder, welche nicht in der Lage sind, Impfstoffe in ausreichendem Maße zu kaufen, wahrscheinlich die Länder sind, welche durch neue und aggressive Mutationen der Pandemie Nahrung geben. Schauen wir uns nur in der Welt um. Schauen wir auf Indien. Die Zahlen sind erschreckend. Es ist also wichtig, nicht nur mich, nicht nur uns im Blick zu haben. Der andere, die anderen sind genauso wichtig. Wenn wir auf unseren Bibeltext zurückschauen, so müssen wir feststellen, dass Gott richtiggehend sauer ist. Sauer auf solche egoistischen Hirten, auf solche Führungskräfte und Leiter, welche nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind. Das hat mit Führen, mit Leiten, mit Hüten im Sinne Gottes nichts mehr zu tun. Ja, Gott kommt regelrecht in Rage darüber. Das mag uns sicherlich seltsam erscheinen. Wenn wir allerdings darauf schauen, dass es sich, um im Bilde zu sprechen, um die Herde Gottes handelt, um seine Menschen, um seine geliebten Kinder, dann wird es uns sicherlich verständlich. Er sorgt sich und kümmert sich. Er bezahlt den Preis, wie wir es in der Ostergeschichte gehört haben. Der erste Sonntag nach Ostern hat den Namen Quasimodo Geniti. Wie die Neugeborenen. Wie Neugeborene sind wir Lernende. Wir müssen nicht alles auf Anhieb können. Wir können und dürfen von Jesus lernen. Jesus hat uns mit hineingenommen in die Beziehung, in die Familie Gottes. Der heutige Sonntag Misericordias Domini, die Barmherzigkeit des Herrn, auch Hirtensonntag, ein bezeichnender Name. Die Aufgabe des rechten Hirtens stellt Hesekiel uns vor. Das Verlorene suchen, das Verirrte zurückbringen, das Verwundete verbinden, das Schwache stärken, das Starke behüten. Das alles hat Jesus selbst erfüllt. Vor 2000 Jahren hat Gott sich in das Weltgeschehen eingemischt. In Jesus ist er Mensch geworden und hat uns vorgelebt, wie ein guter Hirte sein soll. Er setzt unserem Streben und Denken etwas entgegen. Er sucht die am Rande stehen und nimmt sie mit hinein in die Gemeinschaft. Er heilt Kranke und Verletzte. Er bringt in Ordnung, was falsch in unserem Leben ist. Er bewahrt Leben und lässt es gedeihen. Er bringt Beziehungen zu Gott in Ordnung. Er begegnet uns mit Barmherzigkeit und lässt uns an seiner Barmherzigkeit teilhaben. Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis kommen, dass Gott sie liebt. Das gilt auch heute noch. Die Beziehung, die er zu uns haben möchte, ist Angebot und Geschenk. Verdienen können wir sie uns nicht und einen Rechtsanspruch haben wir ebenso wenig. Diese Beziehung gilt auch nicht exklusiv, also mir oder uns als Gemeinde, Kirche oder Gesellschaft. Sie gilt immer auch den anderen aller Welt, allen Völkern, allen, die die Stimme des guten Hirten hören und ihr folgen. Es geht nicht darum, dass wir Gott auf unsere Seite stellen, sondern darum, dass wir uns auf Gottes Seite stellen. Und diese Entscheidung, die liegt bei jedem Einzelnen. Gott lädt uns ein, hinein in eine Beziehung mit ihm, in seine Nähe, in die Gemeinschaft mit ihm, sogar über den Tod hinaus. Und zwar immer, komme, was da wolle. Wenn wir auf seiner Seite stehen, dann sind unsere Sorgen und unsere Probleme gleichzeitig Gottes Sorgen und Probleme. Dessen dürfen wir uns sicher sein, auch und gerade in Zeiten wie heute. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus zum ewigen Leben. Amen. Thank you.
Becher bis zum Rand gefüllt. An deiner Hand wird meine Seele still, sie wird still. Ich komm an deinen Tisch, ich komm. Ich komm an deinen Tisch, ich komm und ich bin gewiss, du bist mein wunderbarer Hirte. Lasst uns miteinander und füreinander beten. Guter Gott, der du barmherzig und geduldig mit uns bist, uns deine Güte immer wieder neu zeigst, dir bringen wir Lob, Dank und Anbetung. Du willst unser Hirte sein und wir möchten dir nachfolgen und in deiner Herde unseren Platz finden und ausfüllen. Schenke dazu Gelingen. Als deine Kinder kommen wir zu dir und schütten dir unser Herz aus und bitten dich. Für die Hungrigen um Nahrung, für die Unterdrückten um Gerechtigkeit, für die Schwachen um Kraft. Uns alle mache zum Werkzeug deiner Gerechtigkeit. Schärfe unsere Gewissen und schenke Frieden zwischen den Völkern. Wehre Hass, Terror und Gewalt. Herr, wir bitten dich, erbarme dich. Gott, weil du unser Hirte bist, erhalte in uns das Bild von grünen Auen und den Geschmack von frischem Wasser, welchen wir bei dir finden. Lass uns die Schöpfung bewahren und uns erinnern, dass du sie sehr gut gemacht hast. Herr, wir bitten dich, erbarme dich. Gott, weil du unser Hirte bist, schenk uns Mut und Kraft für unser Leben, damit Hass, Verzweiflung und Bitterkeit keinen Nährboden bei uns finden. Gib Klarheit und Einsicht unserem Verstand, damit wir Unrecht nicht Unglück nennen und Krankheit nicht Sünde. Herr, wir bitten dich, erbarme dich. Gott, weil du unser Hirte bist, bitten wir dich, führe verantwortliche Regierende und Leiter auf rechte Straße, damit sie geleitet werden von Weisheit und Mitgefühl und sie Wege zum Guten suchen und finden und gute Hirten sind. Sie tun sich in der augenblicklichen Zeit schwer, darum legen wir sie in deine Hände mit der Bitte, sie mit Weisheit, Kompetenz, Redlichkeit und gutem Wissen auszustatten. Herr, wir bitten dich, erbarme dich. Gott, weil du unser Hirte bist, bitten wir dich. Nimm uns die Angst im dunklen Tal. Sei unser Licht in der Dunkelheit. Halte uns bei deiner Hand. Hilf Menschen, die auf der Flucht sind. Versöhne, die zerstritten sind. Richte die Müden auf und tröste die Kranken. Gib Hoffnung den Sterbenden. Herr, wir bitten dich, erbarme dich. Gott, weil du unser Hirte bist, bitten wir dich, bleibe bei uns. Sei uns Quelle und Brot auf unserem Lebensweg. Begleite uns auf dem Weg durch unsere Lebenszeit. Sei bei uns dort, wo wir in unserem Alltag Hirtenaufgaben haben. Lass es gelingen zu deinem Lob. In allem aber bitten wir dich, lehre uns, Jesus nachzufolgen und nimm uns mit hinein in deine Liebe, wenn wir gemeinsam beten, wie Jesus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir sind am Ende des Gottesdienstes angelangt und ich darf euch den Segen Gottes zusprechen. Geht als Gottes Söhne und Töchter in die vor euch liegende Zeit. Gott, der dich wahrnimmt, lass zu deiner Erfahrung werden, was er dir zugesagt hat, bei dir zu sein in Angst und Unsicherheit, zu dir zu stehen in Ausweglosigkeit und Verlassenheit, dich zu trösten, wenn du bekümmert bist, deine Bedürftigkeit zu Herzen zu nehmen mit allem, was immer auf dir lastet, deine Freude und deinen Kummer zu teilen, mit dir zu lachen und zu weinen. Er schenke dir, was du dir selbst nicht schenken kannst, wachsendes Vertrauen mitten in den Widersprüchen des Lebens. Geht als Gesegnete in die vor euch liegende Zeit, dass ihr gesegnet seid und zum Segen werdet, wo immer ihr seid und wer immer euch begegnet. So segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in seinem Frieden. Amen.